Ich sag dir, der ist mindestens genauso nervig wie Lions Doppelkinn. Moin, moin, liebe Leute, und willkommen zu einem weiteren Indie Spotlight. Ja, direkt gleich eins am nächsten Tag. Ich weiß, das seid ihr nicht von mir gewohnt, aber heute spielen wir Apotheon. Wieder eine Art Metroidvania, allerdings mit einem relativ interessanten Artstyle und einem doch, wie ich finde, ganz gut ausgereiften Kampfsystem. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los und schauen in die Kampagne. Es gibt auch noch einen Online-Modus, der ist allerdings noch in der Beta, deswegen werde ich den nicht zeigen. Ihr werdet sehen, wie das Spiel ist, und dann gibt es da halt Deathmatch, Team Deathmatch und Elimination, glaube ich, war's. Und dann könnt ihr euch das erstmal vorstellen, deswegen spiele ich erstmal ein neues Spiel, nehme Slot 3. The gods have abandoned you. What love they once gave is now gone. The sea gives only water. The woods give only wind. The earth gives only dust. Even the midday sky gives only twilight. And with their shepherds gone, the sheep fall prey to wolves. Without the gifts of Olympus, you are lost to the darkness. Ja, klingt ja schon mal sehr freundlich, ne? Auf Deutsch, wir sind gefickt, aber hey. So. Und hier fängt das Ganze an. Und ihr seht schon, der Artstyle ist sehr außergewöhnlich. Erinnert so ein bisschen an Höhlenmalerei oder so Töpfereien. Und habe ich so noch nicht gesehen. Ist gewöhnungsbedürftig, aber eigentlich gar nicht mal schlecht. So. Hier können wir eine Waffe aufheben. Und was ich zum Kampfsystem gesagt habe, ist halt, wir haben einen normalen Stich, dann können wir über den Kopf schwingen oder von unten her schwingen. Jetzt mit dieser einen Waffe, das ändert sich dann auch noch ein bisschen. Und wir bekommen mit der Zeit auch noch Fernkampfwaffen, wie zum Beispiel dieses Knife. Oh nee, dieses Knife ist eine normale Waffe. Der war nicht schnell genug. Und ihr seht schon, wir können hier so ziemlich alles You're still amongst the living. Zertrümmern. See their ships through the darkness. These raiders scum will take everything we have. Ist nicht gut. Taking prisoners, invading houses and burning anything they can't pillage. I need you wherever you can stick a blade. Das kann ich. Das kann ich. So, wir nehmen das hier noch mit, und ihr seht jetzt schon hier diese ganzen Pfeile auf dem Bildschirm. Das sind quasi die Objectives, die wir zu erfüllen haben. Wir haben jetzt zwar auch eine Map, die wir uns angucken können, wo wir überall hin müssen. Aber am einfachsten ist es halt, glaube ich, einfach diesen Pfeilen zu folgen. Fangen wir gleich mal hier an. Und gucken, was es da so zu holen gibt. Wie gesagt, hier kann man so ziemlich alles, was irgendwie schwarze Möbelstücke oder Kisten sind, kannst du eigentlich zertrümmern. Ich guck gerade, wo es denn hier lang geht. Hier ist auf jeden Fall der Hunter. Der Hunter hat hier zum Beispiel ein paar Fernkampfwaffen. Ich nehme das jetzt natürlich einfach. Und wir können hier mit dem D-Pad unsere verschiedenen Waffen ändern. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel auch das Knife nehmen, was doof wäre. Was ich eigentlich nur nehmen würde, wenn hier mein Xyphos oder wie das Ding heißt, kaputt ist. Und mit dem rechten Bumper können wir dann halt werfen. Allerdings sollte man vielleicht auch zielen, das wäre ganz praktisch. Und der öffnet uns einen Geheimgang. Ich nehme wieder mein Schwert. Mache hier erstmal alles kaputt, weil in diesen Töpfen gibt es doch einiges zu finden. Die Waffen gehen mit der Zeit auch kaputt. Hier, guck mal, kann man sogar diese Javelins kann man sogar wieder einsammeln.
So. Schauen wir mal, was uns hier unten erwartet. Erstmal nur fette Ratten. Ist noch okay. Die übrigens äußerst flink und schwer zu treffen sind. Aber wir können jetzt zum Beispiel auch den Schinken hier runterhauen. Kriegen dann dafür Leben, weil ist ja Essen, ne? Können uns dann hier noch ein paar Hunting Arrows holen. Went out this morning, didn't see any rabbits, no birds singing either. There was always the bird songs in the mornings. Peep, cheep cheep, tweet. Lots of rats though. People like rat meat, right? Yeah, nicht. Bandits upstairs. Don't you worry, I'll keep all the rat meat safe. Don't worry. Danke. Das ist, glaube ich, nicht nötig. Ja, das glaube ich dir gerne. Habe ich gerade nötlich gesagt. Nötlich ist kein Wort. Und wenn ich jetzt auf die Map gucke, steht da Objective Complete. Das heißt, hier haben wir alles erledigt. Wir mussten halt nur mit unserem besoffenen Jäger sprechen. Warum auch immer. Aber so ist das Leben. So, der Rest liegt alles links. Also gehen wir da erstmal hin. Und gucken, was uns denn so erwartet. So, hier erstmal nicht viel. Ihm einfach mal meine Waffe entgegengeschmissen, was auch sehr interessant ist. Der ist schon fast kaputt, leider. Ich habe keine Ahnung, was das ist. So, das ist nur so der Hintergrund. Das ist ein Nektar of Healing. Also wenn wir zu viel Schaden genommen haben, können wir den nehmen. Die Blauen sind unsere Freunde. So. Und hier ist gleich das nächste, wo wir hin müssen. Help me! They're taking the green! Stop them! We don't even have enough to last the season! Ja, hier muss ich erstmal das Weizen jetzt beschützen, sagst du. So, wir kriegen auch Schilder später noch. Ich habe ja schon ein bisschen gespielt. Manchmal spiele ich die Spiele blind, manchmal habe ich schon ein bisschen angespielt. Gestern habe ich das ja eigentlich großartig angespielt, um die Capture-Card zu testen. So, ihr seht schon, anschleichen macht teilweise dann doch schon Sinn, ne? So, hier kommen wir nicht hoch, da kommen wir nur hoch, indem wir hier rauf gehen. Und dann so hier rüber springen. Und teilweise halten wir uns dann auch an Wänden oder sowas fest. Ich habe allerdings noch nie verstanden, an was für Wänden wir uns jetzt festhalten und welche nicht. Hier haben wir noch einen Woodclub, falls alle Stricke reißen. Ein neues Knife mitnehmen, warum nicht? Sammeln der. Oh, guck mal, die Knives, die können wir sogar dann als Wurfgeschosse nehmen. Da bekommen wir, die sammeln wir nämlich größtenteils. So, wir können auch über Kopf klettern. Was auch sehr schön ist. Hier gibt es zwar jetzt, glaube ich, nicht so viel zu holen. Aber, oder? Doch, ich glaube, hier oben waren die. Ja. Wir können auch rollen mit B, das habe ich noch gar nicht gezeigt, weil uns das, glaube ich, noch gar nicht beigebracht wurde. Ich wollte jetzt eigentlich nicht Y drücken, aber was soll's. Ich nehme mal hier diese Farmer's Fork. Ihr seht, die reagiert schon ein bisschen anders. Die kann nämlich auch nur nach vorne stoßen. So, ich drücke mal die falsche Taste. Hier ist auch das Objective Complete. Deswegen hauen wir hier auch wieder ab. Hier warten gleich zwei auf uns. Der eine hat sogar seine scheiß Mistgabel nach mir geworfen. Macht aber nichts. Hier haben wir noch ein bisschen Geld. Wofür das Geld ist, weiß ich jetzt gerade noch gar nicht. Wird es wahrscheinlich Shops geben, nehme ich an.
Autsch, das tat weh. Das tut erst recht weh. Aber ich krieg euch alle. Koste es, was es wolle. So, da oben sind zwei, aber hier unten ist auch noch was. Hier kriege ich eine neue Waffe. Meine alte ist ja fast kaputt, das war ein Freund. Deswegen kriegst du den gleichen Kopf hier. Unsere Freunde helfen uns natürlich auch. Ich finde sehr schön, dass sie manchmal noch so ein bisschen röcheln. Oh gut, der Freund ist jetzt tot, aber kann man ja nichts machen. So, ab in the Raider Ship und die Prisoner, die Gefangenen befreien. Und natürlich ein bisschen looten. Looten muss sein. Hier kriegen wir sogar zwei kleine Äxte. Und ein paar Lockpicks. Ah, hast mich gehört? Aber lange gedauert. Der macht aber nichts. Wir sind immer noch gut dabei. Immer am Arsch lecken kannst du mich. Geh weg, du Löwenkind. Dankeschön. Oh, können wir ersetzen. Oh, ihr seid frei, ihr Penner. So, hier gibt es noch ein bisschen was zu holen für mich. Deswegen gehen wir da natürlich rein. Ja, Mensch. Die Götter hören nie darauf, was du sagst. Dann wäre ich schon reich. Over here. Oh, ich habe keine ordentliche Waffe. Obwohl, ich habe eine ordentliche Waffe, er hat sie noch nicht ausgewählt gehabt. Warum auch immer. Gut, dann werden wir jetzt mal versuchen, weiter nach oben zu kommen. Farmers Fork, ja, brauchen wir nicht. Gehen dann erstmal hier hoch. Hier ist der Blacksmith. Ich glaube, der stattet mich gleich auch noch ein bisschen aus. Oh ja, mit einem Schild zum Beispiel. Das können wir nämlich dann so vor uns halten. Und das blockt von alleine auch. Also wenn wir das ausgerüstet haben, dann versucht er auch so nachzuvollziehen, wo der Gegner hinschiebt, hinschießt und passt das dann automatisch so ein bisschen an. Finde ich ganz gut, so im Eifer des Gefechts. So, hier ist ein Repair-Kit. Falls wir wohl mal eine schöne Waffe haben oder sowas. So, bis dahin zertrümmern wir allerdings alles. Und ihr seht das jetzt zum Beispiel. Da sieht man, er würde da oben, er würde da nach unten, schräg nach unten schießen. Ich mache immer den gleichen Fehler. Weg. Du hast hier ja nichts zu sagen. Door is sealed. Das ist nicht so schön. I can still crack it like the old days. Das freut mich. Why are you standing there and nothing but your skin? That thick skull of yours as good as a helmet. I think I got some old leathers in the back you can wear. Grab me that coin box, would you? I want to make sure you can cover the costs. Dude, du stehst direkt drin. Here, try these on. Cover up that greasy hide of yours. Aber gerne doch. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Rüstung. Das hilft schon mal. Hier können wir noch einen Doro mitnehmen. Hier können wir sogar drei Doros mitnehmen. Ich ersetze das mal. Ich nehme mal das Hoplon-Schild. Und jetzt haben wir 100 Armor.
Und ihr seht, da unten ist so ein Overcharge-Effekt. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, weil ich habe die Aufnahme schon zweimal angefangen und war unzufrieden. der so ein bisschen an diese alten Spiele erinnert. Ne? Alles, was man mehr an Leben... Oder das neueste Beispiel wäre jetzt Wolfenstein The New Order. Das so ein bisschen zu dieser alten Mechanik zurückkehrt. Dass man so einen Overcharge-Effekt hat. Ne? Man hat jetzt nur 100 Leben oder was weiß ich, 30 Rüstung. Aber man kann overchargen und das geht dann langsam aber sicher runter. Ist gar nicht so einfach zu reden, wenn man sich hier austobt. Ich weiß aber auch nicht warum. Gibt's hier oben denn auch was? You've got nothing. So, dort. Ihr seht, das kann dann teilweise sogar ein bisschen taktisch werden. Jetzt nicht zu übertrieben. Aber ein bisschen. So, ihr seid frei. Und hier ist nochmal ein kleines Upgrade. Bisher brauche ich mich gar nicht so sonderlich oft heilen. Ich kann ja trotzdem hier mal so ein... Das habe ich noch gar nicht gelernt. Weil ich bin letztes Mal zum ersten Mal hier hingegangen. Bei der ersten Aufnahme. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. So, wir können noch eine zweite Sache aufnehmen. Und damit dann den Weg erleuchten. Ich nehme das mit. Fuck you! Das ging schnell. Ich weiß auch schon, wo der Kollege ist. Das ist nämlich nicht sonderlich schwer. Er hat nur überall die Lichter ausgemacht, um nicht gefunden zu werden. Er ist in der Fall. My Kendrios. I doused all the lamps and hid up here, before they could find me. I'm fine. But you look dreadful. Come closer, my boy. Here, let me show you how to mix a soothing tonic for your wounds. So, und jetzt lerne ich, wie man Nectar of Healing und Greek Fire macht. Und habe jetzt hier auch ein Craft-Menü, wo ich die machen kann. Ich habe allerdings schon 5 Stück. Ich mache aber mal hier so ein Greek Fire. Einfach, weil ich weiß, dass ich es gleich brauche. Wir können uns hier noch kurz umgucken, aber ich glaube, hier gab es eigentlich nichts mehr Großes. Ist langsam leider too slow for me. Kann man nichts gegen machen. Ich glaube, hier kommt man auch direkt wieder runter. So, hier gab es nichts mehr, das weiß ich. Aber hier könnten noch ein paar Sachen sein. Weil jetzt ergibt das auch Sinn, was wir hier alles aufsammeln, weil wir uns halt daraus Sachen basteln können. So, jetzt muss ich nur wieder rausfinden. Das war, glaube ich, irgendwo hier. Genau. You there, with me. Their leader is on the warpath. We need to rally to the temple. Gut. Jetzt müssen wir auf zum Tempel, der irgendwo da drüben ist. Okay. Fallschaden gibt's doch. Gut zu wissen. So, ich möchte eigentlich jetzt gerade... Genau, ich wollte jetzt eigentlich mein Schild in der Offhand kontrollieren. Möchte hier einmal sortieren. Das war ein... Was? Nein.
ich jetzt einfach erstmal 3 Potions oder so getrunken habe. Aber egal, ich mache einfach neue. Was ich eigentlich gar nicht wollte. Ist er voll am Röcheln? Warum schießt du denn? Und es spielt sich echt ziemlich smooth. Muss man sagen. Ich bin zu doof, smooth zu sagen. Smooth. Hatten wir schon mal das Thema, oder? So, und jetzt brauche ich das Greek Fire, um hier durchzukommen. Und ansonsten bin ich manchmal einfach zu doof zum Kacken. Aber wir nehmen dieses Hoplon-Schild. Achso, das ist unser... Ich vergesse immer, dass das unser Kollege ist. Wir kommen gleich zu unserem ersten Boss, glaube ich. Der so gesehen auch nichts anderes als ein normaler Gegner ist, nur ein bisschen größer. Und in der Mehrzahl können die echt schon nicht ungefährlich sein. Wie ihr eventuell seht. Vor allem, wenn sie Schilder haben. Das ist halt immer besonders mies. Da war hier noch einer. Nee, der ist auch tot. Das erfreut mich mit Freude. Bester Satz ever. Ja, du bist ja komplett nützlich, Kollege. Ja, hau drauf. Nektar auf ihn. Ansonsten gibt es hier nichts mehr. Ich habe vielleicht gehofft, noch irgendwie ein Upgrade oder sowas zu kriegen. Aber dem scheint nicht so. So, du bist definitiv tot. Neues Schild. Und ich habe eine Waffe ausgerüstet, die ich eigentlich gar nicht haben wollte. Aber ich kann den Sagaris hier mal benutzen. Er ist zwar super langsam, aber ich glaube gar nicht mal so ungut. Fuck you! So. Ich nehme mal ein Tränkchen. Nehme dann vielleicht doch eher den. Ist echt nicht meine Lieblingswaffe. Meine Lieblingswaffe ist halt echt das kleine Schwert. Zumindest von denen, die ich jetzt bisher gefunden habe. Das wollte ich auch nicht, aber hey. Ich drücke immer die falsche Taste aus irgendeinem. So, Kollege. Aber gerne doch. Er schwebt in der Luft. Aber davon möchte ich jetzt einfach mal absehen. So, ich benutze dieses Xyphos jetzt gerade nicht. Oder Xyphos oder wie auch immer es genannt wird. Sondern das benutze ich gleich für den Bosskampf. Wie ich einfach in ihn reinlaufe. Ohne darauf zu achten, was hier überhaupt los ist. Was bist du? Door sealed. Ist der Upper Temple Key?
wie ich es auch immer schaffe, diese Lampen zu treffen. Aber immer. So. Aspis-Schild, neues Schild. Und dann hoch hier. Vermutlich der Boss auf mich wartet. Ich weiß es nämlich nicht mehr ganz. Auf jeden Fall gibt es hier nochmal ein Upgrade, was mir sehr gelegen kommt. Nämlich die Ledertunik. Die Ledertunika. Okay. No Lockpicks in Inventory. Ja gut, dann nicht. Auf jeden Fall bin ich gut gerüstet. Nehmen wir jetzt das Xyphos. Und da ist das Oberlöwenkind, die Drecksau. Ich sag dir, der ist mindestens genauso nervig wie Lions Doppelkinn. Der war mindestens 35.000 Mal so badass. Und der Typ ist noch nicht mal badass gewesen. Aber hey, so ist das Leben. Hera! Ich kenne dich doch. A champion is born, a lone bright ember glowing from within a dying hearth. Arise, my chosen. Arise, Nicandrios. You stand before Hera, fairest amongst all goddesses, divine queen of Olympus. Under the shadow of the mountain, humanity gasps its last breath. The gods have abandoned you. Zeus, king of gods and men, my husband has turned his back on your people. He has broken the sacred contract between deities and mortals. He has betrayed you. Die Drecksau. We are alike, you and I. Wife and son, wounded by husband and father. Unfaithful in matrimony, he discards his oaths for lesser creatures. Irresponsible in patriarchy, he discards his mortal subjects like an ungrateful child tossing away his toys. The law of Zeus is absolute, and the Olympians are compelled to obey. Without the seeds of Demeter, your crops fail. Without the grace of Artemis, your forests are barren. Without the gaze of Apollo, your minds stumble in darkness. But I, as queen, am not so easily cowed. Step to the altar, Nicandrios. I present to you a choice. Ascend Mount Olympus, strip these callous gods of their power, and cast down Zeus from his lofty throne. Stand up to the cruel deities of Olympus and earn your people's salvation. Or remain here, without the gifts of the gods, and watch your world turn to ashes. Ja, gar nicht so eine leichte Entscheidung. Welt brennen sehen, für Gerechtigkeit sorgen, auf dem faulen Arsch sitzen, kämpfen. Ja, ich gehe ja schon. For too long has my husband escaped the consequences of his actions. Together, we will take what is owed. Interessant, interessant.
Auf jeden Fall ein ganz cooles Spiel, gibt es, glaube ich, auch für PS4 und PS Vita. Und könnte ich mir sogar auch noch mal vorstellen, weiterzuspielen. Wie gesagt, selbes Thema wie letztes Mal. Metroidvania ist nicht unbedingt so das Let's Play-Spiel. Kann ich dir... Nee. Und hat doch schon ziemlich nice Artstyle. Also wenn man mal so auf den Hintergrund achtet, dann scheint das wirklich auch eine Felswand zu sein. Das hat schon irgendwas sehr, sehr Eigenes. Vor allem, wenn ich dann jetzt so hier Pause mache, dann könnte man das echt für so ein Wandgemälde halten. Und ich glaube, das ist auch die Intention dahinter. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch eine positive Bewertung da. Kommentar ist auch immer gern gesehen, teilen auch, ihr kennt die ganze Chose. Und ja, ich bin überrascht von mir, dass ich jetzt schon wieder ein Video gemacht habe. Das freut mich doch. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und bis dahin, tschö.